Durchgang. Störungsfrei durchgegangen. Konstantin Schmid. Der erste aus dem DSV-Team. Ein bisschen unsicher hat er angefangen hier in Planica. Dann ist er besser geworden, stabiler, sehr schnell immer. Hier liegt er ganz gut in der Luft, geht schön nach vorne und ist gar nicht so weit weg von Grün. Das war stark. Das war stark. Da hat er den Abstand auf Jua kurz gehalten. Sehr gut gelungen. 220,5 Meter für Konstantin Schmid, Toni. Sehr starker erster deutscher Sprung. Ja, sensationeller Konter, obwohl er wirklich zu spät war. Aber vielleicht war es für ihn ganz gut, dass die Rückenfindsverhältnisse über dem Vorbau ziemlich ausgeprägt waren. Dann bremst es gar nicht so stark. Und dann hat er den Sprung super gedreht und war vielleicht sein bester Flug, den er gezeigt hat. Und dann ist das erst einmal, ja, so sehe ich es auch, der beste Flug von Konstantin Schmid. Hier in Planica bislang. Gut. Und er hält den Abstand gering. Nur 7 Punkte Rückstand auf Polen, auf Jua. Schöne Ausgangsposition nach dem ersten Flug von Konstantin Schmid irgendwie annähernd beibehalten kann. Er müsste sich dafür ein bisschen steigern. Sie sehen oben rechts immer eingeblendet, wie weit er springen, fliegen musste, um in Führung zu gehen. Der sieht aber gut aus. Ja. Auch kein schlechter Flug. In der 220er-Gegend aufgekommen. Also auch er hält den Rückstand in Grenzen auf die Polen auf jeden Fall mal. 220 Meter genau. Nicht schlecht. Ja, damit ist man ein ganz verlässlicher Teamspringer. Ist vielleicht ein bisschen zu viel über den Ballen gesprungen. Der Ski zunächst etwas flach. Musste ein bisschen warten, aber er ist so kompakt mit seiner Form, die er da macht. Vielleicht da hat er etwas zu viel drauf gedrückt, einmal kurzfristig. Da muss man die Luftkräfte etwas mehr arbeiten lassen. Aber seinen Beitrag hat er im ersten Durchgang geleistet. Auf jeden Fall, denn er verliert auch viel weniger auf den Mitstreiter Stenkauer als gedacht. Aufgerundet ist das jetzt ein 20. Mental und von ihrer Beschaffenheit insgesamt für diese Disziplin bestens geeignet sind. Markus Eisenbichler legt los. Guter Flug, gute Höhe. Damit geht er jetzt für Deutschland in Führung und lässt vor allen Dingen Kamil Stoch und die Polen deutlich hinter sich. Sehr schön, 230 Meter wieder wie im Probedurchgang. Exzellent. Jetzt hat er sich super gespürt. Ist ein bisschen zu spät, aber hat eine ruhige Bewegung gemacht, hat seinen Schwerpunkt sauber beschleunigt. Das ist natürlich auch diese Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen, das man mit der Medaille um den Hals hat. Und da ist natürlich seine Stärke, da merkt man, da hängt er draußen wie kein Zweiter. Und da beginnen die Luftkräfte so richtig ihn vorwärts zu schieben. Ja, gestern Bronze, eine Medaille, die genau, sicher erwartet war. Und auch heute muss man sagen, wäre es eine große Überraschung, wenn das nicht klappen sollte. 12,8 Punkte liegen sie vor Polen. Aber er kann vor allen Dingen bei der zu erwartenden Weite, das wird Stefan Horngacher jetzt einkalkulieren, dann sehr schön und sicher landen und auf diese Weise Haltungsnotenpunkte sichern. Karl Geiger, der Weltmeister, kein Meister, der vom Himmel fiel, hat sich da lange rangearbeitet. Schöne, gute Höhe, jawohl, das hat sich voll gelohnt. Diese Anlaufverkürzung hat sich gelohnt und war sogar nötig hier. Er ist Richtung 240 Meter geflogen, kriegt jetzt die Bonuspunkte wegen des kürzeren Anlaufs noch dazu. Und dann sichert er hier den Deutschen eine erstklassige Ausgangsposition für den zweiten Durchgang. 2,38. Ja, das war jetzt hoch gepokert, aber sehr gut gepokert. Er kennt den Karl. Der Wind ist auch ein bisschen besser und stabiler geworden. Und Sport ist natürlich voll hineingespielt. Super Flug, toll erwischt. Die Form eines Weltmeisters, das Selbstvertrauen eines Champions. Die Punktrichter sind sich wieder mal nicht so einig. Einer gibt die 17,5, die anderen im 19-Bereich. Hatten wir schon einige Male, ist auch schwer zu sehen für die 5 von da ganz oben aus der großen Entfernung. Aber ist egal, sie führen im Moment. Jetzt kommt aber noch Halvor Ignatjanovic, Konstantin Schmid. Nochmal so ein 220er wie vorhin. Er ist ja auch schnell im Anlauf. Sie haben ja ihren Cheftechniker Erik Simon nicht mit nach Russland genommen zum Weltcup, weil der sich um einen anderen Schliff, meinen neuen Schliff für die Ski, für die WM hier kümmerte. Er war zu spät, sah der aus oben, hat viel Ski vor den Körper bekommen. Schade, das hat nicht so gut funktioniert wie beim ersten Mal. Dann wird er jetzt Punkte gegenüber Jüber verlieren, und zwar deutlich.
207,5 Meter und dann könnte es mit der Führung zu lang gewartet vorbei sein. Beginnt zu spät mit dem Absprung, da ist viel, viel zu spät. Dann stellt sie ihn richtig steil hin, dann kriegt er einen Stoß vom Wind auf Körper und vor allem auf Ski. Die Skifläche, das bremst natürlich enorm, steigt zwar nur kurzfristig, aber dann merkt er schon, dann ist der Zug weg, dann ist die Geschwindigkeit weg, kein Überschuss da unten und dann geht es nicht mehr zum Fliegen. Ja, so schnell kann es gehen. Aus der guten Stimmung des ersten nach der ersten Gruppe nicht noch weiter zusammenschrumpft. Da kommt er. Wind schräg von hinten jetzt. Bisschen stärker geworden. Nicht gut. 212 Meter. Dann bleiben sie vorne. Ja, das schafft er super. Starker Flug zum richtigen Zeitpunkt. Gekontert von Pius Paschke. Sehr viel wert ist das jetzt. Dass er da die grüne Linie deutlich überflogen hat und gar nicht so weit weg ist von Steckauer. 223,5 Meter, einen Meter hinter der persönlichen Bestweite. So, Pius, du hast in einem wichtigen und schwierigen Moment eine tolle Leistung für dein Team abgeliefert. Eine Position gehalten, wo er sich sicher gar nicht so extrem wohl gefühlt hat, einmal einen Moment lang. Und dann war er aber schnell und ist unten wirklich gut zum Fliegen gekommen. Vielleicht den besten letzten Flugteil dieser Woche von ihm haben wir jetzt gesehen. Ja, und Konstantin Schmid hat da mitgefiebert, weil er natürlich weiß, dass dieser zweite Flug von ihm die Aussichten ein bisschen düsterer gestaltet hat. Auf geht's, Eisei. Da kommt die Ansage. 12,4 Punkte sind es noch. Hat sich wieder. Was macht der Wind? Bisschen besser. Wieber ist doch ähnlich. 217, 218 Meter jetzt für die Führung. Für den Bronzegewinner von gestern. Ja, könnte was werden. Jawohl, wieder wie eben. Deutlich rüber über Grün. Leichter Wackler bei der Landung. Kleiner Schreckmoment, aber hat er gut überstanden. Wie weit ist es? 236,5. Das ist ein Wort. Nochmal gesteigert. Er ist gut im Fluss. Er hat absolut einen Zug vom Schanzentisch raus. Ist gar nicht mehr so entscheidend, ob es da ein bisschen zu spät ist oder nicht. Und jetzt ist er voll drüber. Segelt fantastisch. Und da sieht man, wie knapp das sein kann, wie hoch der Druck ist. Das hätte ins Auge gehen können. Ja, fast gestolpert da unten noch. Wirkt sich gar nicht so sehr aus bei den Haltungsnoten. Glücklicherweise. Aber muss man sich schon mal an die Mütze greifen da unten. Jawohl! Yes! Aber Zuversicht, ja. Mehr Zuversicht kann man ja gar nicht ausstrahlen. Und die Ausgangslage ist sehr gut für den letzten Mann da oben, für den Weltmeister Karl Geiger aus Oberstdorf. Wie bei Granerit. 225 Meter muss er bringen mit einer guten Landung. Dann wird das wieder Gold für Karl Geiger und das deutsche Team. Gut und ruhig in der Luft. Und das wird wieder knapp. Das wird schon wieder knapp. Eine Punktlandung von Karl Geiger. Aber diesmal müssen wir wirklich besser warten, bis hier alles durch ist. Mein lieber Mann, bei den Haltungsnoten büßt er was ein auf jeden Fall schon mal. Gegenüber Granerüth. Da verliert er ein paar Punkte. 224,5. Es fehlt ein bisschen was auch bei der Weite. Das ist Martin Hamann, der auch mitfiebert da unten. Wie war der Sprung? Der Kameramann hat ihn, glaube ich, auch versäumt da oben am Schanzentisch. Er war ein bisschen mehr hinterm Ski. Nicht ganz die Gleitphase kriegt, aber es war natürlich auch deutlich weniger Anlauf jetzt. Aha, Landung super. Aber nicht so hoch bewertet dennoch, weil das bei der Weite eben nicht so zu Geltung kommt. Bei diesen 224,5. Sie müssen warten. Sie müssen warten. Es könnte sein, dass es knapp nicht gereicht hat. Warten wir es ab. Schon wieder, wie gestern. Wie sich die Bilder gleichen. Jetzt bangen sie wieder. Was ist jetzt? Zweiter sind sie. Zweite sind sie diesmal. Hinter Norwegen. Jetzt können sie endlich jubeln. Sie haben den Titel verteidigt diesmal.